Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Ihr seht, wir haben jetzt den Eisernen Bullen mit dabei. Das habe ich ja versprochen, das haben wir ja gesagt, dass wir den mehr mitnehmen werden. Und ihr seht, der hat ein Level Up. Wir haben den ja noch gar nicht geskillt gehabt, wir haben den auch noch gar nicht mitgenommen. Deswegen können wir das noch in Angriff nehmen. Der Eiserne Bulle, er geht auf Zweihandwaffen, das ist jetzt die Frage. Was macht er denn? Zweihandwaffe? Schlachtenmeister? Ich habe sowas noch nie gemacht, weil ich immer meine Standardgruppe hatte, deswegen muss ich mal gerade gucken. Vorreiter. Plünderer, das ist sein Kampfstil, ne? Das ist in Ordnung. Aber ich denke mal, er geht auf Zweihand erstmal, oder? Ja, warum nicht? Hier ist doch auch der Wirbelsturm, ne? Ist das der mit den Ringen? Da muss ich mal kurz gucken. Eiserne Bulle. Wirbelsturms. Dann hat er die richtigen Ringe angezogen bekommen. Alles klar. Gut, dann... Eiserner Bulle, dann bist du auf jeden Fall für Zweihandwaffe bereit. Ich skill mal... Du hast einige Punkte frei. Ich skill mal ruhig großzügig durch. Ne, den wollte ich dann noch nicht nehmen. So, skillen ja erstmal die ganzen Sachen durch. Und jetzt gucken wir mal, was hier die Sachen machen. Verringert die Kosten 15 Ausdauer, Schadensbonus 300 oder zusätzliche Dauer. Machen wir lieber die Kosten. Was haben wir hier? Schadensbonus 50%, Block 15%. Nehmen wir lieber das. Oh, Wirbelsturm. Schadensbonus pro Drehung. Na, machen wir lieber das. Das. Und dann hat er keine Punkte mehr. Jetzt muss er erstmal wieder sparen. Fokussiert. Neuen Erfolg. Cool. Gut. Der Eiserne Bulle ist also auch für den Kampf bereit. Mal gucken, was er so drauf hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Wir sind ja bei der Küste hier unten lang gegangen. Jetzt möchte ich aber ins Landesinnere weiter lang gehen. Also da irgendwo lang. Und das heißt hier die Berge hoch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Aber das ist natürlich jetzt auch ganz gut, dass wir vielleicht den Eisernen Bullen dabei haben. Das ist ein Krieger, der auch ein bisschen mehr Schaden macht. Und der hält auch ein bisschen was aus. Also vielleicht gar nicht mal so verkehrt für unser Team. Sollen wir mal gucken. Ja, wo sind wir denn hier? Ah, guck mal. Da können wir hoch. Aber ich gehe erstmal hier hoch. Jetzt ist die Frage, links oder rechts lang erstmal? Ich war hier noch nie. Ach komm, gehen wir erstmal links lang hier. Wir verpassen ja nichts, wenn wir erstmal nach links gehen und dann später nach rechts. Hoffe ich zumindest. Guck mal, da ist ein Lager. Ist, ach nee, das ist unser. Lol. Also hätte man auch hier hochgehen können. Naja, mehr oder minder. Es ist relativ... Was ist das? Eisen. Nee, Eisen will ich nicht. Das Sammeln tue ich ja dann später mal selber. Aber, hoppala, brauchen wir jetzt nicht machen. Gut, wo sind wir denn hier? Das ist jetzt die Frage. Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Ah, da hängt was. Achtung vor herabstürzende Felsen. Das ist einfach nur eine Kundgebung. Fallen hier hin und wieder mal Felsen runter, oder wie? Scheint so, ne? Ah, da sind welche. Hesseranis Klone. Ja, Bulle, mach die platt. Alter. Ich glaube, der ist richtig in unserem Team, der Bulle. Nichts berührende Baumwolle. Wie gesagt, wir gehen die ganzen Charaktere mal so durch. Jeder kommt mal an eine Reihe. Und je nachdem, wen ich mag, kommt derjenige dann auch mal öfter an die Reihe. Also der Bulle, den mag ich jetzt auf Anhieb schon sehr gerne. Das heißt, der wird dann später auch in unserem Team mal öfters hineinstolpern. Wenn es welche Charaktere gibt, die ich nicht unbedingt so mag oder so, dann werden die nicht so häufig drankommen. Aber die werden trotzdem mal drankommen. Zumindest einmal wenigstens wegen ausprobieren. Okay. Seid ihr denn alle?
shit. Ganz umsonst geschockt, weil der dann auf einmal tot war. Ah, da hinten ist noch einer. Nee, mach mal den hier drüber. Oh, dann können wir das mal alles hier einsammeln, was die haben fallen lassen. Und dann gucken wir gleich mal, was hier oben in der Hütte zu finden ist. So. Aquamarin und Baumwolle. Okay. Lol, wer ist denn da? Wer ist denn da eben in die Falle gegangen uns? Von uns. Lol. Also irgendwer gestorben. Ach, Nack war das. Ups. Da läuft der Nack da in unsere Falle rein, ja. Oh, nein, 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 nein. Obwohl, da sind Gegner. Hätte jemand auch mal den sagen sollen, wa? Leute, ich habe das hier fast alleine gemanagt eben, ne? Bisschen peinlich. Nächstes Mal kommt er ein bisschen früher, bitte. Einsamkeit des Sturms. Okay, gut. Wir gehen da nochmal die Hütte hoch. Ich hoffe, dass wir dort oben jetzt keine Gesellschaft bekommen, weil ich möchte mich da schon gerne mal umsehen, was denn dort oben in der Hütte zu finden ist. Gibt es da Schätze? Gibt es da Items? Gibt es da eine neue Quest? Wer weiß? Das finden wir heraus, indem wir jetzt gleich mal die Hütte durchsuchen. Oh, da ist noch eine Pflanze. Was ist das für eine? Elfenwurzel braucht keiner. Haben wir mehr als genug. Und wenn nicht, sammle ich später neue. So, hier haben wir einen Stall, so wie es aussieht. Plündern. Ich höre auch schon eine Scherbe, die hier oben liegt. Die müsste irgendwo über uns sein wahrscheinlich. Dann gucken wir da mal nach. Ah, da liegt sie. Okay. Dann haben wir 5 von 13 schon mal. Und hier ist noch eine Truhe und noch ein Geldhaufen, so wie es aussah. Ach, diese Lebenswächter-Amulette, die braucht kein Mensch. Die sind zwar ganz gut, falls man mal, ich sag mal, so, nochmal so eine gute Fee quasi haben möchte, die halt den Charakter schützt, aber ganz ehrlich, wenn es dazu kommt, dann ist der Charakter danach eh fast tot, also von daher. Das müssen die vermissten Soldaten sein. Ermordet. Scheiße. Ich sorge nach unserer Rückkehr dafür, dass ihre Familien benachrichtigt werden. So, warte mal. Hier können wir aufmachen, ne? Genau. Und dann haben wir hier zwei Briefe. Einmal Banditennotizen, die können wir mal lesen. Diese Notizen wurden in der Nähe von ermordeten Soldaten der Inquisition gefunden. Sie sind nicht zerknüllt oder zerrissen, als hätte man sie nicht verloren, sondern absichtlich zurückgelassen. Es steht uns nicht zu, anderer Meinung zu sein. Sie wollen sich entlang der Küste aufstellen. Und wir haben Befehle, wir sind das Schwert, nicht die Hand, die es führt. Das habt ihr mir beigebracht. Wenn sie würdig sind, sollen sie kommen. Mit den Gnadenwappen Hesseranis klingen, werden zuhören. Ihr würdet dafür verstoßen oder Schlimmeres. Unsere Männer wurden von einer Gruppe ermordet, die sich Hessarians klingen nennt. Falls ihr daran interessiert seid, sieht aus, als könnten wir uns ihren Anführer zur Brust nehmen. Hessarians Klinge sollte für Barmherzigkeit stehen, nicht für wahlloses Morden. Und hier haben wir auch noch was, eine Karte. Wie es aussieht, lagern die Banditen irgendwo am Strand. Hä, am Strand war ich doch. Wo soll denn das sein? Ein roter Tuch, rotes Tuch, rotes Tuch, rotes Tuch. Scherben an der Küste. Hausputz. Da ist der Banditenanführer. Interessant. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch was, was uns irgendwie weiterhilft. Bevor wir dorthin gehen. Wir sind Widder. Interessant. Ah, hier würde man dann normalerweise hochkommen, oder?
Müssen wir mal gucken. Hier kann man zumindest so einen Weg hochgehen. Ist das hier, wo der Felsen stand? Ah, guck mal, hier sind Gegner. Die auf uns lauern. Einfach mitten reinstellen und erstmal eine Brandbombe fallen lassen. Das tötet fast jeden Gegner. Ah, war einfacher, als ich gedacht habe. Aber haben auch nichts gedroppt oder so, ne? Nee. Na gut, dann können wir wieder hoch. Oh, was haben wir hier so? Wo geht denn der Weg hin? Oh Gott, ist das der Weg, der zu dieser Statue dann geht? Okay. Ah, genau. Und hier wollte ich nochmal lang gehen, um zu gucken, ob da noch eine Truhe vielleicht hinter ist. Und ja, es ist es. Habe ich mir schon fast gedacht, dass da irgendwie was liegen sollte. Oder ich glaubte halt daran, dass da was liegt, weil es wäre eigentlich der perfekte Ort, um da noch was zu verstecken. Da würde man von unten danach denken, okay, da ist eine Statue, aber da ist wahrscheinlich nichts dahinter oder so ähnlich. Ja. Von wegen. Und dann steht da eine Kiste. Aber, na gut, der Inhalt war jetzt, ich sag mal, eher schlecht als recht. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Gut. Ja, wo kommen wir denn hier hin? Das ist alles hier relativ verwinkelt, muss ich sagen. Also hier muss man echt aufpassen, dass man die Orientierung behält. Sonst geht die schnell flöten und man weiß nicht, wo man ist. Das hatten wir ja letztens schon mal. Im Fallbruch, da sind wir total durcheinander gekommen, weil eins wie das andere aussah. Und ja, da hatte man da Pech. Also, was bist du denn? Was bist du denn für eine Kreatur? Bist du Mabari? Oder bist du ein Kriegshund? Nee, du bist ein Mabari. Ah, cool, es gibt wieder Mabaris. Okay. Bekommt eigentlich der Inquisitor irgendwie ein Mabari? Ich glaube nicht, ne? Den gab es nur im ersten und im zweiten Teil, ne? Ich meine mal, irgendwann ist auch das ausgelutscht, dass man jeden Teil Mabari kriegt. Aber naja, da unten ist ein Bär. Aber den lassen wir mal Bär sein. Ich möchte jetzt nicht unbedingt immer alles angreifen, nur weil da was ist. Wäre zwar ein gutes Training mit Erfahrungspunkte und Items und so, aber nee. Wir haben schon genug Gegner im auf dem Weg, die wir bekämpfen müssen. So, was haben wir da? Eisen, Schlangenstein. Schlangenstein nehme ich noch mit. Eisen allerdings nicht. Das kann ich selber später farmen. So, Moment mal. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ich sollte mal kurz auf der Karte gucken, damit ich den Überblick behalte. Okay. Wir würden jetzt nach hier hinten gehen, so wie es aussieht, ne? Das ist schon mal okay. Dann gehen wir mal nach hier hinten. Da ist ein Nack, der hat aber nichts mit uns zu tun und wir mit denen nicht, also lassen wir ihn in Ruhe. Da liegt was. Ein Buch. Mitten in den Bergen. Eine Besorgungsliste. Eine peinliche, genaue Liste notwendiger Besorgung, gefunden im Tagebuch eines Vogelbeobachters. Ration, neue Stiefel, Seil, verschiedene Längen, Schwert, nur zur Sicherheit. Handtuch, Feuerstein und Zunder, Kohle, Reserve, Papier, Decke, Elfenwurzel. Fehlt noch etwas? Nein, das müsste alles sein. Tja. Das hat sich mit dem Vogelkundigen wohl recht schnell erledigt, so wie es aussah. Und da haben wir noch einen Gegner. Dann springen wir den mal kurz da in die Bahn. Die auch noch suchen. Ihr seid auch irgendwelche... Seid ihr Dämon? Urlaub. Dunkle Brut. Macht der dunkle Brut hier. Aber
war das nicht so, dunkle Brut an der Oberfläche zeigt immer das Zeichen einer Verderbnis? War das nicht so? Aber wir haben doch keine Verderbnis, oder? Also ich meine mal, der Drache von Corypheus ist zwar da, aber ich glaube nicht, dass es sich um eine Verderbnis handelt. Ha, guck mal, da unten ist ein Lager. Cool. Aber wir bleiben erstmal hier oben, denn hier oben waren wir so in dem Sinne noch nicht. Das heißt, wir gehen... dieser Ort ist bei Schmugglern richtig beliebt. Dort erstmal lang. Ah, ich rutsche hier die ganze Zeit runter. Was soll das denn? Muss ich hier so hochjumpen? Okay. Wir haben... Mir kommt es so vor, als ob wir bald die Karte hier auch schon durch haben, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, hier kommt noch ein ganz schönes Stück der Sturmküste. Okay. Wohin geht es denn nach da oben? Was war das denn eben? Und wo geht es da lang? Das erfahren wir jetzt mal. Wir gehen da nämlich mal lang. Wir gucken mal nämlich. Ist schon cool. Wo geht es denn hier lang? So. Ja, lauft alle meine Falle rein. Wunderbar. Oh, wir haben ja einen Krieger dabei. Der sollte uns da ja hier helfen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich es mir denke. Boah, ich bin da zuversichtlich. So. Scheint eine Spinnenhöhle zu sein. Riesen Spinnendrüse. Tiefenlauraleder. Tiefenlauraleder und nichts berührter Tiefenlauraleder. Okay. Das wird interessant. Spinnensekret und Riesenspinnendrüsen. Spinnensekret müssen wir sammeln für die Antivirenbeschaffung Küste. Okay. Nun gut, was hier in der Höhle oder in der Ruine noch so zu finden ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Und tschüss.